Diese Sonnenbrille hier finde ich eigentlich ganz geil. Hatte ich ja schon mal ein Video darüber gemacht, weil das ist ja so ein Casey Neistat-Nachbau. Ja, habe ich mir mal selber gebaut. Hat aber einen Nachteil, hat einen riesen Kratzer. Und zwar nämlich hier, genau im Glas. Kann man das ungefähr sehen, wenn ich das von der Seite halte. Wir gucken hier. Da sieht man nämlich diesen mega fetten Kratzer, der komplett über das Glas geht. Und naja, deswegen habe ich mir vorhin gerade mal eben eine neue Brille geholt. Aber ich will ja jetzt nicht immer, beziehungsweise ich finde irgendwelche Sachen zum Inspirieren immer ganz gut. Deswegen habe ich mir diese Casey Neistat Brille ja auch nachgebaut. Aber ich will jetzt mal ja, eine Sonnenbrille machen mit Pommes Man Edition. Deswegen halt eben, naja, die neue Brille. Und jetzt bauen wir mal eine in der Pommes Man Edition. So, Brille auf beiden Seiten beklebt, denn ich habe einmal von außen beklebt und einmal von innen. Und warum habe ich beklebt? Ganz einfach, weil das halt eben eine günstige Sonnenbrille ist und die halt eben keine Glasgläser hat, sondern eben ja, Plastikgläser. Deswegen halt eben, damit ich die hinterher nicht freikratzen muss, beziehungsweise freikratzen geht bei Plastik sowieso nicht, das wird dann halt eben ja, zerstört werden. Und was ist jetzt das Besondere an der Pommes Man Brille, sprich gegenüber der Casey Neistat Brille? Ganz einfach, ich nehme nämlich einfach ein Pommes Gelb. Muss ich aufpassen. Also. Eben schnell noch einmal mit Waschbenzin abwaschen und dann lackieren wir mal. Ja, und damit wäre dann dieses Projekt auch wieder abgeschlossen. Ja, genau. Jetzt habe ich wenigstens mal eine Pommes-Man-Brille. Zumindest mal in Pommes-Gelb. Muss noch ein bisschen trocknen, ist immer noch nicht ganz hundertprozentig trocken, klebt noch so an einigen Stellen. Also nochmal so ein bisschen, will ich heute wohl nochmal so ein bisschen in die Sonne legen, das Ganze. Aber ja, jetzt heißt es, wir sind nicht kopiert. Wir sind mal ein bisschen kreativ eigen gewesen. Genau, ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video schon wieder und gucken, was dann kommt. Irgendwas bastel ich da auch wieder. Und ciao.